Wir erfuhren erst heute früh um 8.30 Uhr telefonisch, dass die Veranstaltung witterungsbedingt stattfindet. Hier ist überall schon reges Treiben. Trotz des Staus auf der A8 kommen wir aber noch rechtzeitig hier an. Die Ballone starten ja nicht alle auf einmal. Und es sind immerhin 30 Ballone, aber verteilt auf mehrere Plätze. Es ist auch ein ganz schöner Aufwand, bis sich so ein Ballon in die Lüfte erhebt. Hast du es gesehen? Ja. Boah. Ein bisschen zu spät haben wir mitgekriegt, dass sich da ein paar aus den Ballonen stürzen. Sobald dieser Ballon jetzt gleich verschwindet, können wir mit dem Aufbau unseres Ballons beginnen. Kaum ist der Ballon in der Luft, fährt schon das Auto mit unserem Ballon auf den Platz. Man braucht für das B- und Entladen des Transporters schon einige Leute. Das alles gelingt auch nur mit Kippen, Ziehen und Schieben, da alles wahnsinnig schwer ist. Der Korb wird umgelegt, dann der Ballon am Boden ausgebreitet. Von allen Seiten tönen die lauten Windmaschinen, die die Ballone füllen. Solange der Ballon noch nicht voll aufgeblasen ist und er noch so der Länge nach da liegt, sieht man gut, wie riesengroß er ist. Wenn dann genug Luft im Ballon ist, kommt immer wieder Heißluft hinein, bis sich der Ballon mit Korb aufrichtet. Dann steigen die Passagiere in den Korb, bei uns in die vier Kammern je zwei Personen. Und nun kann es losgehen, und zwar ganz schön zügig. Die Zurückgebliebenen werden schnell sehr klein. Momentan ist es noch recht neblig, was sich Gott sei Dank bald ändern wird.
Die drei Ballone, die uns immer folgen, fahren deutlich niedriger als wir. Wir bewegen uns mit ca. 20 km, manchmal auch schneller. Für uns ist es aber absolut windstill, da wir uns ja mit dem Wind bewegen. Der Katzenballon dreht sich ständig wegen der Nase und den Ohren. Unserer bleibt immer in derselben Position. Da ja keiner steuern kann, treibt's alle in dieselbe Gegend, nämlich über Lenkries. Der will seinen Passagieren anscheinend etwas Angst einjagen, so schnell wie der Ballon zu den Baumwipfeln sinkt. Zwei Verfolgungsautos fahren beladen schon wieder ab, während unseres von oben her gerade kommt. Unser Pilot ist der Michi und seine Frau, die Siglinde, wartet bereits mit dem Auto zwischen den Bäumen da unten. Jetzt schauen wir mal, ob wir in den Baum landen oder heil herunterkommen. Aber Schnee da. Ja, schön, weich. Souverän meisterte Michi die Landung und setzte den Ballon weich in den Schnee. Man sieht schon, dass die beiden ein eingespieltes Team sind und außerdem zwei ganz sympathische Leute. So, und jetzt muss ich mit dem Filmen wieder aufhören, da wir jetzt alle den riesigen Ballon zusammenfalten und alles wieder aufladen müssen. Die eigentliche Ballonfahrt dauerte ca. 1,5 Stunden. Start war in Bad Wiessee und der Wind trieb uns in südwestlicher Richtung. Wir fuhren über Lenkries und landeten zwischen Wegscheid und Brauneck. Jetzt fahren wir zur Traxlalm auf einen Drink und dann folgt noch die Taufzeremonie. Das ist doch nicht der Schütze.
Also, nach alter Feder City, so Ballonfahrt ist ja, gehen wir ein bisschen weiter in die Sonne. In der Luft und die Montgolfiers, das waren halt zwei adelige Papierfabrikanten aus der Nähe von Paris, haben natürlich aus Papier die Ballone gebaut und die Papierballone mit dem offenen Feuer sind natürlich öfters mal angezündet worden und damals war das nur den Adligen vorbehalten und die sind halt immer weniger geworden. Dann ist man eines Tages dazu übergegangen, dass man das ganz profane Volk adelt, dass man wieder Leute zum Ballon fahren hat. Wir haben also die Ehre, das jetzt mit euch zu tun. Also die Erde hat uns wieder, kniet nieder, aber mit euch sexy da, auf geht's. Oder zumindest auf einen Fuß. Und jetzt red's mal bitte laut und deutlich nach. Viele Jahre ist schon her. Viele Jahre ist schon her. Das erschuf das Himmelsmeer. Das erschuf das Himmelsmeer. Befahren wir es mit Bedacht. Befahren wir es mit Bedacht. Als wäre es für uns gemacht. Als wäre es uns gemacht. Feuer trug uns weit empor. Feuer trug ins weit empor. Bis nahe vor das Himmelstor. Bis nahe vor das Himmelstor. Genießen sollten wir das Leben. Genießen sollten wir das Leben. Drum lasst uns gleich Champagner heben. Drum lasst uns gleich Champagner heben. Oh, Leute, schaut's gleich an. Also, der Winfried, wo ist der Winfried? Nach 5. Ordnung der Balloner auf den Namen. Herzog Winfried, feuriger Himmelstürmer über dem Sonnenbichel zu Bad Wissee, mit Feuer und Champagner getauft in den Adelstand der Ballonfahrer erhoben. Wir bestätigen, dass der Täufling an der Reise durch das Luftmeer mit gehörigem Benehmen und großem Mut teilgenommen hat. Können wir bestätigen, er war ganz schön mittig. Er hält mit diesem Dokument sämtliche Rechte auf Besitz und Lehen der überfahrenen Ländereien. Also, könnt ihr euch jetzt alles ein bisschen aufteilen. Ja. Wir müssen halt mit dem Forstamt noch mal reden, wie sind das jetzt los da drin. Aber die sind vielleicht ganz froh drum. Also jetzt nur, da muss gleich gut lösen. So, jetzt. Den Rest trinken wir noch. Winfried, jetzt aufstehen. Okay. Die Katrin. So einen Taufbrief erhält jeder, bei dem dies die erste Ballonfahrt war. Wir, der Freiballon DOXAL und sein Pilot, geben hiermit kund und zu wissen, dass wir, Winfried Kretzinger, nach Zunft und Ordnung der Balloner auf den Namen Herzog Winfried Feuriger Himmelstürmer über dem Sonnenbichel zu Bad Wiessee mit Feuer und Champagner getauft und in den Adelstand der Ballonfahrer erhoben haben. Wir bestätigen, dass der Täufling an der Reise durch das Luftmeer mit gehörigem Benehmen und großem Mut teilgenommen hat. Er erhält mit diesem Dokument sämtliche Rechte auf Besitz und Leben der überfahrenen Ländereien. Aber sie hat ja drei, dann macht sie ja nichts. Oh, das brennt sauber. Super, da. Ja, super. Aber nicht viel. So viel habe ich nicht mehr. Super. Muss jetzt sie zu dir sagen, oder was? Danke dir. Danke. Haft aufstehen, ja, gehst du. Sie schon hier raus. Gibst auf? Ja, ich ja, schon. Ja. Ah, der hat das Ozean. Da auf der Da machen wir jetzt auch nicht. Das ballern wir so hin. So. Er hat fotografieren, wie ist die Irene. Jetzt erkennst du die Kamera tauschen. Champagner getauft und in den Adelstand erhoben. Jetzt, eigentlich müssen wir einen Bart nehmen, der ist eh schon grau, der brennt besser. Super, ja, okay. Jetzt haben wir ein bisschen was zum Trinken auch noch, oder? Und jetzt geht's über Tölz nach Bad Wiessee, wo die brave Gusti seit 4 Stunden wartet.